Hier auf der Wiesn, der Florian natürlich alle Jahre wieder. Ja, natürlich. Wie geht's da? Sehr gut, sehr gut. Heute beim Ansteg mit ganz vielen Leuten da, jetzt nehmen wir Platz. Ja. Und dann in einer Stunde geht's los. Richtig. Wie ist es da jetzt so, halt bei dem Wetter? Ja, ein Traum. Also bei so einem Wetter auf der Wiesn ist es natürlich für alle, glaube ich, schön. Erstens ist es draußen schön, es gibt kein Gedränge. Genau. Und man kann am Nachmittag auch einmal rausgehen, eine Runde Karussell fahren. Besser geht's nicht. Und wen hast du heute alles dabei? Schau dich um. Du, ein Haufen Leute, viele Freunde, viele Bekannte. Vor allen Dingen Kai Pflaume, wer weiß denn sowas? Ja, der Kai ist extra jetzt, der hat ja gestern noch die Goldene Henne moderiert, kam jetzt heute Nacht angefahren, wir haben es uns ausgemacht und er hat gesagt, er will dabei sein. Freue ich mich natürlich sehr. Super, dann lass das erste Mal schmecken. Schöne friedliche Wiesn. Ebenso. Marianne und Michael und Kai Pflaume sind auch natürlich vertreten, ganz klar. Kai, bevor du dich hinsetzt, jetzt doch nochmal ganz kurz. Ende September geht's wieder los. Ja. Wer weiß denn sowas? Übernächste Woche, also Montag in der Woche, dann geht es wieder los, neue Folgen und dann sind wir auch wieder eine ganze Weile da. Genau, ich würde dich gerne mal herausfordern, ich habe nämlich das große Schmidt-Spiel, dass wir das mal irgendwann irgendwo hier in München mal zum Testen mal machen. Müssen wir mal gucken, aber da musst du ja eigentlich Bernhard und Elton nehmen, weil die müssen ja die Fragen beantworten, weil ich stelle ja nur die Fragen. Ich würde dann den Part von Elton übernehmen. Okay, dann musst du dir jetzt noch einen Bernhard suchen. Genau, den kriegen wir auch noch, mit wenig Haaren ein, genau. Oder? Ja, schauen wir mal. Das erste Mal jetzt auf der Wiesn? In diesem Jahr schon. In diesem Jahr schon, aber sonst schon immer mal wieder. Ja, ich lebe in München, also Richtig. Da ist es normal, dass man auch auf die Wiesn geht, Hört oder? Eigentlich dazu. Letztes Jahr haben wir Elton getroffen hier. Ja, ja, der kommt morgen auch wieder. Okay. Ja. Na, mal sehen, vielleicht kriegt man euch doch noch zusammen. Kommt Bernhard auch noch? Ja. Bernhard wird, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist nicht ganz so wiesenaffin. Ja. Und deine Verletzung ist wieder alles in Lot? Gut. Also ich trinke ja eben mit rechts und Verletzung war links, also von daher passt das alles schon. Genau, also poste schön weiter, wir folgen uns und dann passt es. Ne? Ja, gute Zeit für euch. Friedvolle Wiesn. Genau, das wünsche ich auch. Danke. Erstmal hallo nochmal auf der Wiesn. Wie geht's dir? Am liebsten gut, danke. Sehr schön. Ja, Wiesn ist natürlich ein Pflichttermin hier in München für dich, oder? Ehrlich gesagt nein. Also ein echter Münchner flüchtet, wenn die Wiesn ist. Aber ich bin Münchner, aber ich habe wahnsinnig viele Freunde, die heute hier sind. Und wir feiern den Erfolg von Masked Singer und da wollte ich unbedingt dabei sein. Sehr schön. Was gibt es aktuelles Neues von dir? Was machst du denn? Ja, ich stehe hier und ich habe ein Bier hinter meinem Rücken. Das darfst du ruhig mal zeigen. Nein, für uns. Das ist alles gut. Hier, ich trinke ein Bierchen, alkoholfrei. Ja. Was mache ich? Ich mache gerade mein neues Album, kommt 2020 raus, heißt Alles auf Hoffnung. Mhm. Ich habe anderthalb Jahre daran geschrieben und gearbeitet und jeder Künstler verkauft es als den geilsten Scheiß, den es gibt. Und das tue ich nicht, aber ich kann nur sagen, ich bin seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr glücklich, Ich habe gerade einen Lauf irgendwie. Songs kommen, entweder habe ich viel zu erzählen oder ich habe einfach ein Glück von oben, ich weiß auch nicht. Was ja sehr gut eingeschlagen hat und da haben wir uns ja das letzte Mal auch getroffen, war Armands Geheimnis. Ja. Viele Fans, die warten drauf auf eine dritte Staffel, aber ich glaube, da gibt es noch keine Neuigkeiten, oder? Ja, ich auch, ich warte auf eine dritte. Alle warten auf eine dritte Staffel, aber ich glaube, da muss man den Westdeutschen Rundfunk fragen. Ja, ja. Das weiß ich leider nicht, das kann ich nicht entscheiden. Richtig. Ja, dann wünschen wir dir hier mal auf der Wiesn noch viel Freude, viel Spaß. Vielen Dank. Und hau rein. Dankeschön. Viel Erfolg dann mit dem neuen Album. Dankeschön. Ja, bis dahin. Knopf ist auf. Oha. Elton, ihn haben wir hier. Betsy, der Knopf geht nicht zu. Probleme mit dem Knopf. Danke, Elton. Jetzt musst du bei mir auch noch ganz kurz anhalten. Letztes Jahr war ja dein Hemd rot, heute blau. Endlich mal weiß-blau, wie es sich gehört. Ja, ich hatte tatsächlich 5 Jahre, glaube ich, ein rotes Hemd an. Heute tatsächlich mal ein neues Hemd. Aber dafür ist die Lederhose, die Socken und die Schuhe immer noch alt. Okay, aber jetzt geht es ja dann langsam wieder hier, wer weiß denn sowas los? Ja. Den Kai haben wir gestern schon getroffen. Ja. Ist Bernhard irgendwo auch noch unterwegs? Nee, der Bernhard ist gleich unterwegs. Der mag sowas überhaupt gar nicht. Okay. Und den Kai werde ich vielleicht heute noch irgendwie treffen. Der hat schon angerufen, er ist auch in irgendeinem Zelt. Und da soll ich nachher nochmal vorbeikommen. Im Übrigen, im Frühjahr bist du im Europapark. Ja. Bei dem Kids Choice Award über den Teppich gelaufen. Bei uns hast du leider gepatzt. Ich hätte dir Bitterschokolade mitgebracht. Du weißt warum. Das weiß ich nicht. Das war damals eine Frage bei, wer weiß denn sowas, ne? Wegen Bitterschokolade? Okay, das muss eine sehr tolle Frage gewesen sein, weil normalerweise, ich bin ja eher so ein Chipsfreund. Okay. Mit Schokolade kannst du mir sonst keine Freude machen. Nee, weil es hieß, da kann man abnehmen davon doch.
Ach so, stimmt. Das, ja, der Heißhunger wird dann richtig abgesetzt. Genau. Ja, ich erinnere mich, das stimmt. Und glaub, da hattest du ja kurz davor noch Geburtstag damals, ne? Stimmt. Richtig. Stimmt, ja. Sehr gut. Ja. So, und wie endet jetzt dein Abend heute? Das weiß ich leider noch nicht, wie der Abend endet. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wilde Maus fahren. Du hast zwei hübsche Damen dabei irgendwo aus Shenzhen, ne? Ich habe der Betty Taube letztes Jahr schon versprochen, dass ich wilde Maus fahre. Und da habe ich mich aber noch drücken können. Jetzt hat er mich aber wiedergefunden und jetzt kann ich mich leider irgendwie nicht mehr drücken. Aber jetzt muss ich wilde Maus fahren. Ist das zu einfach, oder? Nee, ich finde wilde Maus ganz schrecklich, weil da denkst du immer, du fliegst gleich aus der Kurve. Aber naja, du musst dich da durch. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und wer weiß denn sowas. Ich habe übrigens das Spiel zu Hause. Wäre mal ganz interessant, wenn wir mal das testen können. Es macht auch könnten, Spaß, ne? Zu Hause zu spielen, auf jeden Fall. In diesem Sinne, alles Gute. Danke. Wie ist es denn, wenn man jetzt hier so von der Presse umlagert wird? Macht es Spaß? Ja, das gehört ja immer auch dazu. Ja. Wenn man damit ein Problem hat, darf man nicht auf die Wiesen gehen, darf man nicht rausgehen. Von daher, ein bisschen Presse ist immer ganz gut. Wir verstehen uns, glaube ich, allesamt. Also die einen wollen gute Fotos und wir wollen gut ausschauen. Also genau. Trifft man sich in der Mitte und es passt. Genau. Ist jetzt der Wiesensonntag schon zu Ende oder geht's erst los? Für uns geht's heute erst los. Die Lola Paltinger, die berühmte Dirndl-Designerin, hat 20-jähriges Jubiläum und zu dem Anlass sind wir heute hier. Und freuen uns über die Einladung und dann schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Genau. Und immer wieder kräftig ARD Dr. Kleist schauen. Dr. Kleist, demnächst dann auch das Oktoberfest 1900 und bin eigentlich auf allen Kanälen unterwegs. Genau. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und genieße das erste Bier. Danke, alles Gute. Ciao, bis dann. Servus. Ciao. Wir sind nämlich hier von Promi-Geflüster und das Equipment, wie du siehst, wird immer kleiner, ne? Wieso immer kleiner? Ja, wir haben nur mit dem Handy hier filmen. Ach so, ja, ich dachte, du dachtest, du meinst mein Equipment. Nee, ja. Nein, unseres. Von den Dreharbeiten. In der heutigen, Technik, na, ist alles möglich. Richtig. Und du freust dich auf den heutigen Abend? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt die letzten Jahre eigentlich immer da und es ist immer ein netter Abend. Man trifft viele Leute, viele Bekannte. Insofern ist das eigentlich immer ein sehr netter Abend und ein schöner Anlass, hierher zu kommen. Genau. Und aufs erste Wiesenmaß freust du dich dann auch heute Abend? Ja, ich bin nicht derjenige, der jetzt super viel trinkt, auch im Allgemeinen, aber natürlich heute ein bisschen wird auch was getrunken. Ja, eins geht dann schon immer. Ja, das stimmt. Zum das Anstoßen stimmt. Zumindest. Auf jeden Fall. Dann dir eine schöne Wiesenzeit. Dankeschön. Bis dann. Florian Odendahl von Soko München. So ist es. Der Doc. Ja. Genau, und heute in schöner Tracht. Heute in schöner Tracht. Das ist eine Jacke von 1971, by the way. Genau. Was macht eigentlich deine Musik, dein Musikprojekt? Das auch noch. Ja, die Isar Mafia läuft nach wie vor. Wir haben jetzt einen neuen Bassisten, wir müssen uns ein bisschen umstrukturieren. Aber wir arbeiten schon an den nächsten Songs und schätze mal, im Frühjahr haben wir eine kleine Tour. Ja, und 2020 geht es ja leider was. Gibt es was Bedauerliches? Ende 2020. Gibt es was Bedauerliches, aber heute haben wir einen schönen Abend und den wollen wir genießen und reden nicht über das Berufliche. Alles klar, das unterschreiben wir. Fans, die wissen es leider Gottes eh, aber es geht weiter. Es geht weiter. Genau. So ist es. Immer positiv vorwärts blicken. Ganz genau. Richtig. Also dann genieß heute den Abend. Mach ich. Und trink eine schöne Maß. Oder zwei. Oder drei. Ist. Also, mach's gut. Danke. Ciao. Riccardo Simonetti, habe ich das jetzt richtig vernommen, genau. Ja. Frank Stiller von Promi-Geflüster, YouTube. Wir sind zwar auch schon lange dabei, aber ich glaube noch nicht ganz wieder so rum so erfolgreich wie du. Was machst du genau? Ich habe mich gerade zur Ruhe gesetzt mit meinem Blog, also bin ich eigentlich gar kein Kollege mehr von Ihnen. Okay. Und versuche mich gerade eher auf Projekte außerhalb dieser ganzen Social-Media-Blase zu konzentrieren. Und ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben, das im November erscheint, was ein schwules Kinderbuch sein wird. Und ich hoffe, dass das einen Beitrag leisten wird, um Kinder und Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Okay, klingt spannend. Also klar, es ist natürlich heutzutage immer noch nicht ganz so bei der Gesellschaft angekommen, denke ich mal, oder? Also ich glaube halt einfach, dass ich habe schon mal ein Buch über Mobbing geschrieben und habe einfach gesehen, wie viele Menschen unter dem Thema leiden. Und ich dachte mir, was kann man tun, damit Menschen gar nicht in die Situation kommen, das alles durchzumachen. Und deswegen dachte ich, es wäre gut, wenn man möglichst früh anfängt, Kinder dafür zu sensibilisieren, um vielleicht den ganzen, das Wissen zu vermitteln, dass anders sein nichts Schlimmes sein muss. So ist es, ganz genau.
dann auf alle Fälle heute Abend hier in Tracht erschienen, ganz klar, wie es sich gehört. Ja. Aber die Lederjacke passt nicht so ganz wirklich dazu. Na, irgendwie muss ich es schaffen, einen Spagat zu schaffen zwischen Tracht und mir selbst. Und deswegen wollte ich, dass es trotzdem noch nach mir aussieht. Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen tollen Abend und genieß die Maß Bier. Ebenfalls. Ich trinke keinen Alkohol. Es wird eine Maß Apfelsaftschorle. Alles klar. Aber es sieht ähnlich aus. Genau. In diesem Sinne. Ciao. Ja, das soll es erstmal gewesen sein heute hier am Wiesensonntag, am ersten Wiesensonntag. Und die Promis, die haben wir natürlich hier ganz gut abgefangen, die heute Abend alle beim Käfer, im Käferfestzelt so richtig feiern und natürlich so die eine oder andere Maßbier trinken. In diesem Sinne sage ich mal, bis demnächst hier von der Wiesen oder dann vom Cannstatter Wasen. Macht's gut. Ciao.